Herzlich willkommen zurück zu Subnautica mit Arisu. Ich bin Arisu. Wir sind in den tiefsten Tiefen des Kraters und haben eine große Station gefunden, in die wir nicht rein können, weil uns eine blaue Tafel fehlt. Und mir fällt gerade was ein. Wahrscheinlich werden wir dafür Kyanit brauchen und eine normale Tafel nochmal aufwerten oder so. Oder eben aus dem Ionenwürfel und Kyanit die blaue Tafel herstellen müssen. Aber für den Fall, dass sich dieser Verdacht nicht bewahrheitet, schauen wir erstmal, ob wir hier noch eine blaue Tafel finden. Ich bin auf jeden Fall sehr neugierig, was es mit dieser Vision, nennen wir es mal, aus der letzten Folge auf sich hat. Das da dürfte nochmal Schwefel sein. Nehmen wir mit. Oh, was ist denn das? Oh, okay. Nichts. Was ist das? Auch nochmal Schwefel? Fragezeichen? Ja, Schwefel. Zack, zack. Hoppala. Na, zum Glück sind wir schneller als der. Generell sind die hier unten ziemlich langsam. Was merkwürdig ist, denn eigentlich, wenn man so wenig Nahrungsquellen hat, sollte man doch schneller werden, ne? Damit, also evolutionsbedingt. Damit man eine Chance hat, überhaupt. Zu bestehen. Okay, wir sollten wahrscheinlich einfach mal wieder nach oben. Wenn wir Kyanit brauchen. Wovon ich ausgehe. Dann müssten wir hoffen, dass wir noch welches rumliegen haben. Und wenn nicht. Okay, das hier ist nur ein Scheinwerfer, ne? Nichts weiter. Okay. Nochmal tief Luft holen. Und es geht dann wohl wieder nach oben. Hier geht es dann tatsächlich nicht mehr tiefer. Das heißt, hier sind wir wirklich schon am Endgame. Nur eigentlich sollte ich hier wahrscheinlich eher mit dem Zyklopen sein. Nicht mit dem Zyklopen, mit dem Vornanzug sein. Da hinten haben wir ein Drechlein. Lass mich in Ruhe. Ich bin nur ein Fisch. Aua. Kann ich dich noch scannen? Wenn wir hier schon mal sind, gerade am Vorbeischwimmen. So, das lesen wir uns natürlich dann wieder später durch. Oben müssen wir uns erstmal heilen und ja, dann. Was machen wir dann? Ja, wir müssen wieder nach oben. Wir brauchen einen neuen Pornanzug. Und wir müssen diesmal Kupfer mit runterbringen, auf jeden Fall. So, hier ist wieder kalt genug. So, gucken wir mal kurz. Okay, scheint noch alles ganz zu sein. Was erstaunlich ist, weil der gerade gerammt wird. Uppala. Okay, scheint weiterhin alles okay zu sein. Wo ist der Eingang da? Was ich auch erstaunlich finde, ist, dass die Tierchen offenbar nicht hier reinkommen. Nicht reinkommen, sich festsaugen an der Basis. Die, wie heißen sie doch? Die Lava-Larven. Gut, wir nehmen mal eine Melone von hinten. Eine einsammeln und essen. So. Oh, reicht nicht. Dann essen wir noch eine. Zack. Und wieder einpflanzen. Sehr schön. Was haben wir hier in dem Spind? Gar nichts. So eine Kupferverschwendung, den da zu bauen. Ich meine, okay, ich kann auch wieder abbauen jederzeit.
Hoppala. Was mache ich denn? So. Schiefer, Nickel, Kalkstein. Kalkstein enthält keinen Kupfer, oder? Moment. So lange her, dass ich gespielt habe. Ich bin, was du suchst. Möchte dir helfen. Kalkstein ist Kupfer. Wir haben hier tatsächlich Kalkstein? Zeig mir das bitte an. Eventuell müssen wir doch nicht nach oben. Wenn wir nämlich Kupfer haben, dann können wir hier alles bauen. Theoretisch. Also wenn wir Kupfer und Titan haben. Such. Such, such. Und finde bitte. Warum haben wir bisher aber kein Kalk gefunden? Kalkstein, Titan und Kupfer, ja. Tja, jetzt müssen wir warten. Und noch mehr warten. Oh, da haben wir Kalkstein schon mal. Irgendwo. Oh. Unten. Offenbar. Moment, die Frage ist, wo unten? Sie tatsächlich in die tiefen Tiefen dafür? Schauen wir mal. Find's ja schade, dass die Dinger hier nichts enthalten. Der Seedrache schießt die Mineralien nach dem, was wir gelesen haben. Aber das scheinen alles keine Mineralien zu sein, die wir gebrauchen können. So, da haben wir Kalksteinbrocken irgendwo. Natürlich viel zu wenig erst einmal. Aber wenn wir ab und zu was davon haben, aua. Aua. Es brennt. Es brennt immer noch. Yay, Kalk. Titan nur. Mm. Kupfer bräuchten wir. Okay, allerdings. Ich werde trotzdem jetzt nach oben gehen. Wir versuchen einen Porenanzug hier unten zu bauen. Es könnte sich als unmöglich erweisen. Aber für den Fall, dass es das nicht ist, will ich es versuchen. Bin ich hier richtig? Ich glaube, ich bin hier nicht richtig. Was ist das? Achso, nee, da ist nur das. Oh, Kalkstein. Titan, okay. Also hier unten kann man generell Titan finden. Ist das da auch Titan? Ne, das ist Sandstein, ne? Blei. Okay, Blei brauchen wir jetzt nicht wirklich. Toll. Oh Gott, oh Gott. Kupfer! Yay! Okay, wir haben Kupfer gefunden. Und zwar tatsächlich vielversprechendes. Also, wenn hier unten generell Kupfer liegt, dann können wir das nutzen. Wir müssten uns hier unten dann einen Außenposten noch bauen. Denn immer nach oben schwimmen, um die Luft, um Luft zu holen, ist auch ungünstig. Besonders, weil das ein sehr weiter Weg ist. Wo muss ich lang? Da lang. Aber ich werde viel weniger angegriffen, wenn ich nur wenn ich nicht im Pornazug bin. Okay, die machen nichts kaputt gerade.
Nicht, dass die nie was kaputt machen werden, aber Luft. So, Fabrikator, sag mal, was brauchen wir hier für Schmierstoff und Titanbarre noch? Das sollte zu arrangieren sein. Okay, hier hätten wir Kyanit. Ich muss mal kurz nachgucken, auch wegen der Tafeln. Hier sind sie nicht. Orange Tafel und violette Tafel können wir machen, keine blaue. Okay, dann wurde das nicht durch Kyanit freigeschaltet. Also, Titanbarren, Schmierstoff. Schmierstoff ist gar kein Problem. Titanbarren, naja. So ein bisschen. So, das nehmen wir mit. Wie viel Titan haben wir jetzt dabei? Dreimal, das ist auf jeden Fall zu wenig. Im Umzugswagen haben wir noch ein bisschen. Hier haben wir noch ein paar Samen, die wir gerade nicht brauchen. Hier hätten wir Lithium, das wir gerade nicht brauchen. Kreatureneier. Ja, dazu kommen wir gar nicht, die irgendwie zu brauchen. Kabelsätze. Oh, Schmierstoff. Okay, jetzt haben wir aber schon das mit bei. Kreatureneier. Die Pirsche-Eier könnten eventuell tatsächlich irgendwie helfen. Die Basis sendet die Warnung, dass nur Notenergie da ist. Das klingt nicht gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aber wenn wir gerade da nur Notenergie haben, dann müssen wir einfach nur... Nee, sieht doch gut aus. So, nein, das ist die Ladestation, da müssen wir gerade nicht ran. Wir brauchen Schmierstoff, danke sehr. Einen Titanbarren, danke sehr. So, und schon können wir uns eine mobile Fahrzeugstation herstellen. So, jetzt essen wir erstmal was. So. Und jetzt geben wir noch der Basis was zu essen. Wir brauchen auf jeden Fall hier noch einen neuen Raum. So. Ich muss erstmal gucken, wo hier... Ich brauche eine Stelle, an der es nicht mehr höher geht. So. Ich will die nicht einpacken, ich will die ausfahren. Verdammt. Okay, offenbar kann man die hier unten nicht aufbauen. Sei denn eventuell... Und wenn wir einen Hangar bauen würden, hätten wir ja im Prinzip eine Luft A. Also hätten wir ein Stückchen Luft. Dann wäre die Frage, ob das genug Platz wäre, um den Porn zu bauen direkt. Lebensform Zuchtbehälter, nein. Basiselemente. Titanbarren 2. Schmierstoff und Blei. Ach Gott. Na gut. Hör mal bitte auf, so einen Krach zu machen. Guten Morgen. So, erstmal machen wir hier ein bisschen Platz. So, Computerchip brauchen wir auch gerade nicht, Rubin auch nicht. Wurfhakenarm brauchen wir nicht und die mobile Fahrzeugstation brauchen wir momentan auch nicht. Ich hoffe, dass ich sie bald wieder brauche. Das Doofe ist, die kann ich auch nicht mehr demontieren. So, wir schauen mal, wie viel Titan wir noch in unserer Notreserve haben. Und jetzt ist es auf einmal tatsächlich wieder eine Notreserve, weil wir einfach runtergeworfen wurden. Was gemein ist. Sehr gemein.
Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, wir haben 15. Das heißt, wir brauchen noch 5 mal Titan. Na, das bringt uns hier nichts. Das bringt uns gerade nichts. Das nicht. Ja, hier haben wir überall nichts, das uns gerade hilft. Dum-da-dum. So, ein Titanbarren. Sehr schön. Ausrüstung, was kann ich denn hier so herstellen? Nichts, das wir gerade brauchen. Okay, wir packen, hoppala, das hier rein. So. Einen weiteren Titanwagen haben wir leider auch nicht im Dings da. So, dann auf nach unten und mir fällt gerade ein, vielleicht wäre es besser gewesen, hätten wir das jetzt gerade nicht zu einem Titanbarren gemacht. Dann hätten wir nämlich unten noch weiter unsere Basis bauen können. Mit 15 Stück hätten wir auf jeden Fall zumindest die ja, den einen Raum mit einem Bioreaktor aufbauen können. Also hier haben wir generell Kalkstein an dem Lavafall. Das ist schon mal schön. Das ist ein Ort, den man sich merken kann. Nur leider ist es auch nicht so viel. Noch ein bisschen Silber. Yay. Okay, wisst ihr was? Wir bauen jetzt hier den weiteren Raum erstmal auf. Dort würde ich sagen, ist ein guter Punkt. Und ich habe das ganze Titan natürlich oben gelassen jetzt. Wir brauchen dann auf jeden Fall noch Quarz für den. Für die Luke. Und dann können wir hier die ganze Zeit nach Kalkstein suchen, was sehr spaßig wird natürlich. Wir könnten den Scannerraum abbauen und mit hier nach unten nehmen. Das ist wahrscheinlich ganz sinnvoll. Da haben wir Schwefel. Was ein bisschen merkwürdig auch ist, was mir jetzt hier überhaupt nicht gelegen kommt, ist, dass dass man im Hangar direkt nicht Seemotte und Porn bauen kann. Erstmal essen wir ein bisschen was. Wasser, das brauchen wir jetzt aber gerade noch nicht. So, wir nehmen das Titan mit. Salz wird hier weggeworfen. So, und bitte sag mir, wir haben Quarz. Bitte sag mir, wir haben Quarz. Irgendwo. Da-da-dam. Warum können wir eigentlich keinen Bohrer bauen? Einfach nur so zum Bohren. Ohne den Porn. Da haben wir Quarz. Danke sehr. Das brauchen wir alles nicht. Also, wir brauchen den Mehrzweckraum, ja. Und eine Luke. Das braucht nochmal zweimal Titan. Das heißt, das dauert noch ein bisschen, bis wir es bauen können. Also, eventuell finden wir direkt unten genug. Eventuell auch nicht. Aber wir müssen dann ja sowieso noch ein Dings da bauen.
einen Reaktor erstmal bauen. Damit die Basis irgendwas bringt. Und wir sollten auf jeden Fall mal dafür sorgen, dass wir auch auf jeden Fall genug Batterien haben. Ich habe jetzt schon eine Weile vergessen, die aufzuladen. Hier sehe ich schon mal keinen Kalk. Hier scheint es noch nicht gespawnt zu sein. Weiß auch nicht, wie zuverlässig der Dings da ist. Der Scannerraum. Aua, es brennt. Was den Reaktor angeht, da können wir auf jeden Fall einfach mal den Bioreaktor mitnehmen. Der oben steht. Ich finde hier nichts. Der Scannerraum findet auch gerade nichts. Wisst ihr was? Eigentlich könnte ich auch. Achso, ne, den Scannerraum einfach nur mitnehmen bringt auch nichts. Es sei denn. Moment. Titan und Gold und Magnetit, Aeroge und Titan. Aber das müsste ausreichen. Wenn ich einfach nur eine Basis nur aus dem Scannerraum hier unten aufbaue. Das machen wir. Jetzt müssen wir aber erstmal nach oben eilen. Und ich hoffe, ich bin gerade auf dem richtigen Weg. Ja, sieht gut aus. Lass mich in Ruhe. Da müssen wir lang. Schnell, bevor wir ertrinken. Lass mich in Ruhe. So. Erstmal packen wir hier die Batterien rein. Zack, zack und zack. Okay. Jetzt nehmen wir den Scannerraum mit. Oh, Moment, wir müssten erstmal nachgucken, ob noch irgendwas anderes im Scannerraum steht. Und ne. Okay, dann nehmen wir den Scannerraum mit. Da-da-dam. Sehr schön. Dann können wir auch. Okay, wir nehmen die Verstärkung mit. Damit haben wir noch ein bisschen mehr Titan. Das ist gut. Die Konstruktion nicht möglich. Entferne zuerst die Batterien. Was? Achso, das ist hier dran angebaut, offenbar. Upsi. Upsi. Okay, wir brauchen die Verstärkung. So, alles wieder gut. Also gleich. Zack. Wo ist noch ein Loch? Hier hinten wahrscheinlich. Oh, sogar mehrere. Und Hull integrity restored. Draining systems sehr initiated. gut. Gut. Also den Raum kann ich hier offenbar nicht einfach dekonstruieren.
weil die Ladestationen da dranhängen. Das ist doof, aber nicht unbedingt ein großes Problem. So, wir können unten den Scannerraum bauen. Dann müssen wir danach mal gucken, ob wir noch genug Zeug für eine Luke haben. Da-da-dam. Wenn nicht, fehlt uns nur ein Titan, das ist dann auch noch aufzutreiben. Sollte kein großes Problem sein. Wo genau hatten wir gesagt? Da hinten, ne? Da hinten war so eine kleine Ebene, wo man sich's gemütlich machen könnte. Da. Oder? Oder hier? Einen Scannerraum bitte. Aua! Hör auf mich zu beißen. Das ist nicht nett. Und eine Luke. Wird eingebaut, wird eingebaut. Warning. Emergency power only. Oxygen production offline. Kein Problem, darum kümmern wir uns. Okay, wir brauchen Titan. Ein Stück mehr, als wir haben. Okay, wir brauchen noch zweimal Titan. Magnetit und AOG dürfte kein Problem sein. Und wieder auf nach oben. Aua. Da-da-dam. Hier sind wir falsch. Haben wir hier inzwischen wieder was? Wir sollten uns davon nicht abhalten lassen. Wir müssen los. Sonst ertrinken wir. Oh, und ich sehe gerade, wir müssen mal die Folge beenden. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinterlasst Kommentare und adios.